geht ab. Hier sind eure vier Buchstaben. R zu dem I, zu dem N, zu dem... Yo, YouTube, was geht ab? Hier sind eure vier Buchstaben, mehr zu dem I, zu dem R, zu dem Moment, einem neuen Gameplay-Commentary auf meinem Kanal. Jawohl, endlich mal wieder was Neues. Einige haben sich darüber aufgeregt, irgendwie, dass in letzter Zeit halt nur Reuploads kamen. Der Kindergärtner, Teil 1, 2, 3, 4 und 5, quasi so, wie es ich jetzt so toll genannt habe. Die Staffel 1, denn das geht auf jeden Fall weiter, die Serie, die kam ja gut an und ihr habt... Das ist ja auch bestätigt, dass ihr das haben wollt, so eine Art Staffel 2. Ich bin ja eh gerade so ein Serien-Junkie oder war, das bin ich jetzt nicht mehr so krass. Und deswegen habe ich einfach mal gesagt, hey, wir machen da Staffel 1 und 2 draus, denn ich habe immer noch sehr viel krasses Zeug im Kindergarten erlebt, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Und ja, es gibt immer noch einige Fragen zu dem Beruf. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Ich will heute einfach nur so ein bisschen quatschen mit euch, so ein paar Sachen ansprechen und so weiter, warum denn in letzter Zeit echt wenig kommt und wenig Neues und so weiter. Das Ding ist halt einfach, ich erlebe gerade echt immer so viel krasse Sachen und dann denke ich mir immer, ey, die mussten im Commentary erzählen und dann zack, passiert schon wieder das nächste krasse und keine Ahnung. Also im Großen und Ganzen habe ich gerade sehr, sehr viel Real Life. Und ja, Real Life geht schon vor, das ist klar, aber man sollte YouTube halt dann doch nicht vernachlässigen, weil man dann irgendwie Zuschauer und so weiter verliert und da habe ich halt auch keinen Bock drauf und echt ohne Scheiß, ich erlebe so viel krasse Sachen, also den Monat jetzt habe ich so viel geile Sachen erlebt und so, also das, da könnte ich echt 5-6 Commentaries drüber machen. Jetzt gibt es natürlich auch die Leute, ich habe letztens auch mit so einem Abonnent gequatscht oder Kollegen, was weiß ich, der hat halt auch gemeint, hey, ich verstehe es gar nicht, warum die Leute sowas auf YouTube geil finden, so Story und so weiter, lauter so ein Zeug. Warum schauen die sowas? Hat er gemeint, er persönlich ist mehr so einer, der sich so Sachen anschaut, so Themen-Commentaries, wo jetzt jemand über Xbox One, PS4 redet, das habt ihr euch auch gewünscht, dass ich da was dazu sag. Über Call of Duty Ghost, neuere Informationen von dem und dem oder hier Polit-Commentaries und was weiß ich, dass die Leute sowas interessant finden. Jetzt gibt's natürlich halt zwei verschiedene Richtungen. Die einen sagen, hey komm, Alter, Politik und sowas interessiert mich null. Okay, gut, Gaming, da kann man, da schadet's eigentlich nie, wenn man da neue News raushaut. So nach dem Motto, hey, pass auf, ich weiß hier neue Informationen von der Xbox und so. Und deswegen, ja, sowas halt, ne? Ich bin halt einer, ich kann beides machen. Also wenn ihr wollt, kann ich zum Storyteller werden. Das heißt, ich nehme ein Geschichtsbuch und leg's auf den Teller. Yeah! Okay, den hat keiner gecheckt. Oder ich nur und find nur lustig. Egal. Oder ich werde halt zu so einem Typ, der auch über Themen redet. Ich kann beides machen. Ich kann ja ein Story-Commentary machen und so ein Themen-Commentary. Irgendwie sowas. Heute, was ist das heute für ein Commentary? Eigentlich nur ein Gameplay-Commentary. Das Gameplay im Hintergrund. Ich hoffe, ich finde den Spieler noch in meinem YouTube-Postfach. Wenn nicht, dann schreib mich doch bitte an und schick mir am besten noch den Link davon, den du mir damals geschickt hast, irgendwie, damit ich auch weiß, dass es du bist. Ist sehr geil, ein 100 plus mit der wunderschönen AN, was ist es, AN94, genau, Diamantentarnung und mit Aldi oder Lidl, Lidl-Logo hinten drauf, sehr schön. Okay, ja, wie gesagt, also ich kann so viel Stories raushauen und ich kann natürlich auch so viel über Themen reden. Ich habe so viel Themen aufgeschrieben, über die ich quatschen könnte, aber die Zeit fehlt halt einfach. Was andere ist, ihr seht jetzt keine Webcam oben rechts. Da gibt es zwei Gründe dafür. Erstens sehe ich gerade echt fertig aus. Ich komme gerade vom Arbeiten und ihr müsst gerade wissen, bei der Arbeit im Kindergarten geht es gerade echt ab, weil ich gerade der Einzigste da bin, also in meiner Gruppe jetzt. Ich habe schon noch in den anderen Gruppen auch Kolleginnen, aber das ist gerade so krass irgendwie. Also ich habe in meiner Gruppe, bin ich jetzt der Einzigste. Ich kriege zwar hier und da Unterstützung, aber die haben halt alle hier keinen Plan, wann müssen die Kinder schlafen und was weiß ich, was macht man bei dem und wenn der schreit, meint der es auch ernst oder wenn der heult, was ist mit dem? Und das andere ist halt, die Kinder, die wollen alle zu mir und die rufen immer meinen Namen und wollen sich von den anderen gar nicht helfen lassen.
das ist schon anstrengend, ja, und dann muss man halt auch ein paar Überstunden schaffen, weil man halt echt rund um die Uhr da sein muss, wenn die Kinder kommen und gehen, und das ist gerade so ein bisschen, oh, ich will sagen anstrengend, aber ich pack das schon, ohne Scheiß, da respektieren mich so viele dafür, ich komme morgens mit guter Laune und gehe abends mit guter Laune, so, also ich bin eigentlich nie gestresst, ich bin immer gechillt, ey. Um mich können 20 Kinder rumstehen und schreien, ich könnte da immer noch, keine Ahnung, ganz gechillt trommeln, was weiß ich. Ja, vielleicht liegt es auch an kaltes Blut Pro, Cold Blood Pro oder was weiß ich. Ich komme ja immer hier so mit Perks, Flinkheit Pro, um schnell den Schnuller nachzuladen oder was weiß ich, Ninja Pro, um leise in den Schlafraum zu gehen und so Zeugs. Ach, keine Ahnung, nee, Spaß beiseite, auf jeden Fall. Da geht's gerade ziemlich ab, und der andere Grund für die Webcam ist, ich habe gerade Windows 8 auf meinem PC gehauen und habe daher noch nicht alle Programme drauf und auch nicht das Programm, mit dem ich die Webcam gut capture und so. Ich bin jetzt froh, dass Sony Vegas 12 drauf ist. Ich habe das 12er, und ja, jetzt mal kurz was zu Windows 8. Ihr interessiert euch ja Blenden für Xbox One und für PS4. Ich sag euch kurz was zu Windows 8. Voll viele sagen ja, das sei scheiße. Was will ich denn so eine Kack-Oberfläche wie von einem Smartphone mit hin und her wischen und Apps und sowas. Und ich habe da echt auch Schiss davor gehabt, und ich habe es mir nicht draufgehauen, bevor ich es mir nicht genau bei meinem Bruder angeschaut habe. Da mal liebe Grüße an ihn, mit dem war ich jetzt erst im Kino, der hat Geburtstag gehabt. Und Fast and the Furious 6, echt auch ein geiler Film. Aber das sind alles Sachen, boah, wir haben im Kino was erlebt, Leute. Das sind aber alles Sachen, die muss ich extra ansprechen in Commentaries, in so Story-Commentaries halt. Auf jeden Fall Windows 8 habe ich jetzt drauf, und das ist überhaupt nicht so mit den Apps. Das hat zwar das Feature, aber das musst du gar nicht nutzen. Und ich finde, das Geile an Windows 8 ist echt, ihr kennt es doch, ihr installiert ein Windows und dann braucht ihr etliche Treiber hier für, was weiß ich, Grafikkarte, Soundkarte und Treiber dafür, Treiber dafür, Treiber dafür. Das Geile ist, ich habe Windows 8 installiert, ging erstmal voll schnell und zack, war es fertig. Alles war installiert, Grafikkartentreiber und so. Dann denkt man jetzt halt auch immer, ja gut, die holt sich Windows dann halt aus dem Netz, das werden ja wohl nicht die richtigen und guten sein. Aber es laufen Spiele so flüssig wie noch nie, die sind nicht mal so bei Windows 7 gelaufen. Und ich habe eine 1 GB ATI Raiden HD 5770er, glaub. Und keine Ahnung, mit Windows 8 laufen die echt gut. Gut, kann es natürlich auch sein, dass nachdem man die Festplatte formatiert hat, dass da ein bisschen alles so ein bisschen schneller läuft. Aber Windows 8 ratzfatz installiert, alle Treiber waren schon mit drauf und ich kann es so benutzen wie Windows 7. Sprich, mit einer normalen Leiste unten dran und ja, und das mit den Apps, das ist zwar blöd gesagt, aber ist eigentlich eine coole Sache. Also die nutze ich hin und wieder auch mal, diese andere Funktion da. Zum Beispiel ist es mit Xbox verbunden, mit meinem Xbox-Konto. Dann kann ich da gleich schauen, wie welche Freunde online sind und so weiter. Und kann da teilweise Spiele auch auf PC spielen. Also das ist eine coole Sache. Jetzt kurz meine Meinung zu Xbox One und PlayStation 4. Obwohl, ich sehe, das Gameplay-Commentary ist in 40 Sekunden zu Ende. Deswegen spreche ich das nicht an. Was mache ich? Ich habe noch verfickte 40 Sekunden, Alter. Fuck! Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe so viel zu erzählen, aber so wenig Zeit. Also schreibt mir einfach in den Kommentaren, ihr müsst mich einfach mehr motivieren. Ob ihr Bock habt auf dieses Story-Themen-Ding, ob ihr wieder Bock habt auf, was weiß ich, so Sachen wie Screenshots am Ende von einem Gameplay, Gameplay-Screenshots, und ihr dürft dann das Spiel davon erraten, lauter so ein Zeugs. Ihr müsst mich einfach wieder ein bisschen mehr motivieren, so dass ich das Real-Life nicht zu sehr hochhebe und YouTube da mitnehme. Ich kann YouTube ja auch ein Stück weit mit Real-Life verbinden, sprich das, was ich in Real-Life erlebe, mit euch teilen in Story-Commentaries, okay? Das sind eure vier Buchstaben, R zu dem I, zu dem N, zu dem O, auf der Waffe steht L zu dem I, zu dem D, zu dem L, und ihr solltet kommentieren, denn bei mir ist es so, wenn ich kommentiere, ey yo, dann kommentiere, yeah. Also, haut rein, das Outro kommt jetzt. Ciao, Motherfucker!